So, und jetzt zur späten Stunde nach Handelsschluss in den USA noch eine Kurzanalyse von mir. Freut mich, dass ihr wieder einschaltet. Heute soll es nochmal um das Thema Zalando gehen. Das Unternehmen hat heute Morgen Quartalszahlen gebracht, die sehr, sehr stark waren. Nichtsdestotrotz kommt die Aktie heute sogar unter Druck. Ist ungefähr 3% gefallen. Da kann man wohl eher davon ausgehen, dass es Gewinnmitnahmen sind. Aber insgesamt sieht das Chartbild auch gar nicht so positiv aus, vor allem wenn wir jetzt eine wichtige Unterstützungszone nach unten durchbrechen sollten. Deshalb werde ich in diesem Video einen interessanten Discount-Put-Optionsschein vorstellen, mit dem sich eine Chance, eine Renditechance von 30% in etwa ergibt. Ja, und bevor wir starten, natürlich zunächst einmal wieder die rechtlichen Hinweise und dann soll es auch schon losgehen. Zunächst einmal möchte ich noch mal kurz auf die Quartalszahlen eingehen, die heute Morgen veröffentlicht wurden. Wie gesagt, waren die sehr, sehr stark, sehr positiv. Zalando ist im ersten Quartal so stark gewachsen wie nie zuvor, seit dem Börsengang im Jahr 2014. Die Erlöse sind um fast 47% gestiegen auf 2,2 Milliarden Euro. Der Nettogewinn legte immerhin legte zu auf 34,5 Millionen Euro. Und im Gegensatz dazu wollen wir uns mal das erste Quartal aus dem letzten Jahr anschauen. Da lag noch ein Verlust vor in Höhe von 86,4 Millionen Euro. Also Wahnsinn, dass jetzt hier ein Gewinn auch erwirtschaftet wurde. Das ist natürlich super positiv. Der Zahl der aktiven Kunden konnte auf 41,8 Millionen gestiegen werden. Übrigens auch die Anzahl der Retouren ist zurückgegangen im ersten Quartal, was natürlich auch sehr positiv ist, weil dadurch die Kosten reduziert werden können. Und die Prognosen für das Gesamtjahr wurden nochmal erhöht. Also insgesamt eigentlich alles bärenstark. Super Zahlen, sehr guter Ausblick. Nichtsdestotrotz ist die Aktie unter Druck gekommen. Wie ich eben schon gesagt habe, in der Einführung gehe ich davon aus, dass es sich hierbei um Gewinnmitnahmen handelt, denn die Aktie ist natürlich die letzten Monate sehr stark gelaufen, ist ein klarer Profiteur von dieser Corona-Pandemie, weil eben sehr viele Leute im Internet einkaufen. Ihr wahrscheinlich auch, ich auch selber, habe es teilweise natürlich auch schon vorher gemacht, aber dadurch wurde das Ganze natürlich nochmal beschleunigt und Zalando natürlich ein starker Profiteur von dieser Krise. Wenn man sich das Ganze mal im Chart anschaut, dann sieht man zunächst einmal natürlich nach dem Corona-Crash, der im letzten Jahr stattgefunden hat, wie die Aktie dann hier nach oben gezogen ist von knapp unter 30 Euro auf über 100 Euro. Also hat sich verdreifacht die Aktie. Das ist natürlich ein Wahnsinnsanstieg und das innerhalb von einem Jahr im Endeffekt, wie es da voranging. Aber ich denke, charttechnisch zumindest ist das Bild relativ angeschlagen jetzt. Wir haben hier ein charttechnisches Bild, was ich eher als Trendumkehr interpretiere. Wir haben jetzt auf jeden Fall auf der Unterseite eine Unterstützung bei ungefähr 78 bis 79 Euro und auf der Oberseite einen Widerstand bei etwa 91 Euro. Die Aktie ist ja kurzfristig auch mal drüber gestiegen, ich habe es schon gesagt, über 100 Euro, dann aber wieder zurückgekommen. Und sollte jetzt diese Unterstützung bei ungefähr 78, 79 Euro nach unten durchbrochen werden, dann hätten wir nochmal ein neues Verkaufssignal und dann gehe ich davon aus, dass die Aktie gut nochmal 20, 25 Euro fallen könnte, denn dann sieht das ganz klar nach einer Trendumkehr aus. Aber dazu müsste erstmal die Unterstützung nach unten durchbrochen werden. Momentan sehen wir übergeordnet erstmal eine Art Seitwärtsmarkt. Deshalb ist meine Strategie hier auch, dass ich einen Discount-Put rausgesucht habe, mit dem ich eben von einer Seitwärtsphase, aber auch von einer fallenden Phase profitieren kann. Und sollte sogar die Aktie leicht steigen, dann kann man damit eben auch eine positive Rendite erzielen. Deshalb wollen wir mal kurz anschauen, wie dieses Produkt ausgestattet ist. Wir haben hier einen Basispreis bei 100 Euro und einen Cap bei 95 Euro. Bezugsverhältnis ist 1. Wir haben hier keinen US-Wert, sondern einen europäischen, einen deutschen Wert. Heißt also, der maximale Auszahlungsbetrag ist 5 Euro. Sieht man auch hier, steht hier auch eingetragen, 5 Euro. Wie kommt man da drauf? 100 Euro ist der Basispreis. Wir haben aber eine Beschränkung sozusagen in unserem Gewinnpotenzial bei 95 Euro. Sollten wir am Ende der Laufzeit unterhalb dieser 95 Euro notieren, dann bekomme ich 5 Euro ausgezahlt. Und dabei ist es egal, ob die Aktie dann bei 94 steht, bei 90, bei 80, bei 70 oder bei 50 Euro. Ich bekomme immer maximal diese 5 Euro eben ausgezahlt in diesem Papier. Man ist da beschränkt.
Aber auf der anderen Seite lassen sich mit diesen Produkten dann eben auch Seitwärtsrenditen erzielen. Und wir hatten ja eben gesehen, wo die Aktie stand. Das ist jetzt Stand von ungefähr 17.30 Uhr in etwa. Und die Aktie notierte da bei 85 Euro. Heißt also 10 Euro unterhalb unseres Caps. Was könnte also jetzt passieren? Die Aktie kann seitwärts laufen, sie kann fallen oder sie kann sogar leicht steigen und wir können trotzdem eine positive Rendite mit diesem Discount-Put erzielen. Ihr seht hier oben wieder die WKN, das ist die HR4HQ6 und der Kurs um 17.33 Uhr war 3,97 im Kauf, maximale Auszahlung 5 Euro, Laufzeit, der letzte Bewertungstag ist am 15.12.2021. Und eben mit diesem Produkt lässt sich dann eine Seitwärtsrendite erzielen von 30,55% oder aufs Jahr hochgerechnet sogar fast 49%. Zeigt natürlich auch, dass das risikoreich ist, gerade eine Aktie wie Zalando natürlich sehr volatil auch. Deshalb darf man das Risiko ja auch nicht unterschätzen, erkennt man aber auch natürlich an der potenziellen Rendite, die man mit diesem Produkt erzielen kann. Dann sei noch dazu gesagt, sollten wir über die 100 Euro ansteigen, zwischenzeitlich ist das kein Problem, das Produkt knockt nicht aus. Nur zum Laufzeitende wären wir bei Notierungen über 100 Euro, wäre das dann hier ein Totalverlust. Sollten wir zwischen 100 Euro und 95 Euro notieren, also zwischen dem Basispreis und dem Cap, nehmen wir mal an, bei 96 Euro, dann wäre der Auszahlungsbetrag 4 Euro, weil wir haben den Basispreis bei 100, Schlusskurs am Bewertungstag bei 96 Euro, also ist die Differenz 4 Euro, bedeutet also, dass das die Auszahlung wäre und dann wären wir ungefähr auf dem aktuellen Niveau, wo wir auch momentan mit diesem Produkt notieren. Produkte sind natürlich täglich handelbar, börsentäglich handelbar und wenn ihr dann denkt, es wird eine gewisse Widerstandszone überschritten, ich möchte das Produkt verkaufen, dann ist das natürlich jederzeit möglich. Das Auszahlungsprofil, das ich aufzeige, gilt immer eben für das Laufzeitende. Zwischenzeitlich wird es natürlich sehr stark davon abhängen, wie lang ist noch die Restlaufzeit des Produktes, wie ist die Volatilität des Basiswertes, also von Zalando, wie bewegt sich auch die Aktie und so weiter und so fort. Also da kommen natürlich einige Faktoren zusammen. Deshalb wird das Produkt natürlich während der Laufzeit auch entsprechend schwanken. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wie gesagt, wir sind schon relativ spät jetzt. Es ist gerade schon 22.22 Uhr, lustigerweise sehe ich gerade. Aber nichtsdestotrotz habt ihr jetzt noch was, was ihr euch anschauen könnt oder eventuell morgen dann vor Börseneröffnung. Und ich würde mich natürlich wieder freuen, wenn ihr mir einen Kommentar hinterlasst, ob es euch gefallen hat. Gerne auch natürlich ein Like. Das hilft natürlich hier diese Community, die ich aufbauen möchte, weiter aufzubauen, denn dadurch bekommen wir natürlich entsprechend auch mehr Aufmerksamkeit. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann klickt doch gerne auf diesen Button Abonnieren, wenn ihr auf meinem Kanal seid. Und dann werdet ihr auch immer informiert, wenn ich eben ein neues Video hier online stelle. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Ab morgen natürlich noch mal gute Trades für den Freitag und ansonsten schon mal ein schönes Wochenende. Macht's gut und bis zum nächsten Video. Ciao.